einen runden Pixel-Stretch-Effekt in Affinity Photo erstellen. In diesem Video zeige ich dir, wie das funktioniert. Viel Spaß! Unser Projekt wollen wir damit beginnen, dass wir eine Reihe von Pixeln in unserem Motiv auswählen und diese in die Breite strecken. Das Bild, an dem ich das Ganze vormache, habe ich euch verlinkt in der Videobeschreibung. Und sobald das geöffnet ist, starten wir dann damit, dass wir links dieses Werkzeug auswählen. Auswahlrahmen Rechteck. Mit dem können wir jetzt so einen schmalen Rahmen über unser Motiv aufziehen. Und zwar setze ich mal hier oben links an der Schulter an und ziehe eben so einen schmalen Rahmen hier runter. Denn von dieser Position aus kriegen wir relativ viele Farben in die Auswahl mit rein. Wir haben das Gelb von dem T-Shirt, etwas Hautfarbe und auch viel von dem Rot aus der Hose. Und wie gesagt, der Rahmen muss nur ganz schmal sein. So, das reicht schon vollkommen aus und dann lassen wir wieder los. Und jetzt wollen wir diese Auswahl in eine neue Ebene kopieren. Dazu muss einfach unser Hintergrundbild hier in den Ebenen angewählt sein. Die Auswahl ist aktiv und wir drücken jetzt Strg J, um das Ganze zu kopieren. Wenn wir das Hintergrundbild ausblenden, dann sehen wir hier den schmalen Strich, den wir kopiert haben. Mit Steuerung D können wir die Auswahl wieder aufheben. Jetzt zoomen wir etwas heraus und haben die Strichebene sozusagen angewählt. Nehmen dann links unser Verschieben-Werkzeug und können jetzt dieses schmale Rechteck hier seitlich greifen und das hier einmal komplett in die Breite ziehen, einmal komplett nach rechts und einmal komplett nach links. Und wir können auch dabei noch darauf achten, dass dieser leichte Transparenzbereich am Ende, dass der über das Projekt drüber hinausgeht. Du siehst, was ich meine, damit praktisch alles voll ausgefüllt ist. Das können wir auch auf der linken Seite nochmal machen. Und jetzt können wir nämlich diesen Streifen hier in eine runde Form verwandeln. Bevor wir das aber tun, müssen wir die Ebene erst rastern. Und zwar in den Ebenen machen wir einen Rechtsklick darauf und drücken auf rastern und trimmen. Damit wird das auf die Projektmaße wieder zugeschnitten. Und jetzt wollen wir hier einen Filter drauf anwenden. Dazu gehen wir dann oben auf die Filter, auf Verzerren. Und hier gibt es dann diesen Punkt hier. In Polar wollen wir das Ganze verwandeln. Wir wollen das rund machen. Den wählen wir also aus. Damit siehst du, entsteht eine runde Form. Das Ganze ist natürlich kein perfekter Kreis. Du kannst die Form aber jetzt zeitlich greifen, die Steuerungstaste dabei gedrückt halten und dann eben daraus auch entsprechend einen Kreis machen oder das Oval gestalten, je nachdem, wie du das natürlich haben möchtest. Als nächstes wollen wir natürlich, dass der Kreis hinter der Person sitzt. Entsprechend müssen wir die Person jetzt einmal freistellen. Dazu können wir in den Ebenen den Kreis ausblenden, wählen dann unsere Hintergrundebene an, nehmen links unser Auswahlpinselwerkzeug, den können wir von der Größe einstellen, an Kanten ausrichten ist aktiv. Und mit diesem Pinsel erstellen wir jetzt eine möglichst saubere Auswahl natürlich hier für unsere Person im Bild. Wenn die Auswahl dann passt und die Hintergrundebene angewählt ist, dann drücken wir Steuerung J, um die Person in eine neue Ebene zu kopieren. In den Ebenen sehen wir das auch. Hier haben wir jetzt die freigestellte Person. Diese Ebene nehmen wir jetzt und setzen die ganz nach oben, so dass der Kreis praktisch in der Mitte sitzt und den können wir dann auch wieder einblenden. Mit Steuerung D können wir dann noch die Auswahl aufheben und dann wollen wir jetzt den Kreis von seiner Positionierung anpassen. Das heißt, wir wählen die Ebene mit dem Kreis aus, nehmen dann links unser Verschiebenwerkzeug und können den im ersten Schritt mal drehen. Und zwar wollen wir nämlich, dass dieser Schnittpunkt, diese Stelle, wo die zwei Enden hier aufeinandertreffen, dass der einfach zwischen den Beinen sitzt hier unten, denn diesen Bereich hier, den werden wir später sowieso ausradieren. Ansonsten können wir dann den Kreis von der Größe anpassen und eben richtig positionieren. Ich werde das mal ungefähr so machen, dass der hier so aus dem Hosenbein praktisch rauskommt, also genau hier anfängt. Und vielleicht auch so, dass der Kopf eben so ein bisschen drüber hinaussteht. Ja, wenn die Positionierung dann passt, dann wollen wir jetzt den Bereich zwischen den Beinen hier ausradieren von dem Kreis. Dazu muss der Kreis angewählt sein. Wir wählen dann hier das Maskensymbol aus, um eine Maske hinzuzufügen. Und in dieser weißen Maske können wir jetzt mit schwarzer Farbe den Bereich hier wegradieren. Dazu nehmen wir also links unseren Malpinsel, stellen ihn von der Größe ein, wählen schwarze Farbe aus und mit schwarzer Farbe radieren wir eben ganz einfach diesen Bereich hier zwischen den Beinen weg. Damit passt auch das und jetzt wollen wir für ein bisschen mehr Tiefe sorgen, indem wir eine Schattierung hinzufügen. Dazu gehen wir so vor, dass wir in den Ebenen die Steuerungstaste gedrückt halten und auf das Vorschaubild der freigestellten Person klicken. So kriegen wir die Auswahl wieder angezeigt. Dann klicken wir hier auf dieses Symbol, um eine Pixel-Ebene hinzuzufügen. Diese Ebene setzen wir erstmal ganz nach oben, damit wir die sehen können und wollen die jetzt mit grauer Farbe ausfüllen. Das heißt, wir nehmen links unser Werkzeug für Bereiche füllen, den Farbeimer. Wir stellen den hier auf eine graue, dunkelgraue Farbe ein und klicken dann auf den ausgewählten Bereich. Dadurch füllen wir das Ganze mit Farbe aus. Mit Steuerung D können wir jetzt die Auswahl wieder aufheben. Diese graue Fläche in Form der Person nutzen wir jetzt, um einen Schatten zu erzeugen. Wir nehmen dazu wieder unser Verschiebenwerkzeug, setzen diese Ebene jetzt wieder hinter die Person, stellen den Mischmodus um auf Multiplizieren und können den Schatten jetzt mal zur Seite setzen. Und jetzt siehst du, sieht das auch wirklich aus wie ein Schatten. Wir wollen den aber noch ein bisschen umgestalten, wir wollen ihn etwas weicher machen. Dazu gehen wir hier auf die Live-Filter und fügen eine gausche Unschärfe zu diesem Schatten hinzu. Und den Radius davon, den können wir jetzt mal so ungefähr auf 30 stellen, um den eben hier schön weich zu machen. Anschließend wollen wir die Positionierung davon genau einstellen. Das heißt, du kannst ihn jetzt genau versetzen. Du kannst dazu auch die Pfeiltasten auf der Tastatur nehmen. Und ich würde den Schatten eben so leicht nach rechts werfen lassen, so dass er vielleicht links auch noch so ein bisschen zu sehen ist. Und auch ein bisschen nach unten. Ich denke, das dürfte schon passen. Und dann wollen wir noch, dass der Schatten nur im Bereich von dem Kreis zu sehen ist und nicht über den Kreis hier drüber hinausgeht. Dazu müssen wir einfach die Schattenebene hier nehmen und die hier in die Ebene von dem Kreis reinsetzen und schon siehst du, ist der Schatten auch wirklich nur noch innerhalb von dem Kreis sichtbar. Ja, du kannst den Schatten auch noch von der Intensität anpassen, wenn du also die Ebene hier ausklappst, die Schattenebene anwählst, dann kannst du jetzt noch die Deckkraft reduzieren, wenn du das möchtest. Hier siehst du auch mal, was der Schatten noch mal ausmacht. Sorgt auf jeden Fall, wie gesagt, für ein bisschen mehr Tiefe. Ich denke so sieht das ganz gut aus. Zum Abschluss vielleicht noch so ein leichter Schatten für den Kreis, den wir so auf den Boden werfen lassen. Das kann man machen, muss man nicht machen. Wir können dazu jedenfalls wieder so vorgehen, dass wir eine Pixel-Ebene hinzufügen. Die setze ich wieder ganz nach oben. Ich nehme dann links wieder meinen Malpinsel, den mache ich mal ein bisschen größer und stelle die Härte auf 0%, also ganz nach links. Und mit schwarzer Farbe setzen wir dann einfach hier einen Punkt in unserem Bild. Dann nehmen wir das Verschieben-Werkzeug, können diesen Punkt hier unten greifen, die Steuerungstaste gedrückt halten und den mal so zusammenschieben. Dann setzen wir den hier unter diesen Kreis, können den dann an der Seite greifen mit gedrückter Steuerungstaste und den so ein bisschen breiter machen und das Ganze dann passend platzieren. Dann wollen wir natürlich, dass der Schatten hinter der Person sitzt, also nehmen wir diese Ebene und setzen sie einmal unter die freigestellte Person. Ungefähr so, wir können dann auch wieder die Deckkraft reduzieren für diesen Schatten und das Ganze eben wieder passend gestalten. Ja, ich denke, das hat auch noch mal einen ganz coolen Effekt hier dieser Schatten für den Kreis. Und zum Abschluss wollen wir das Projekt noch passend zuschneiden. Dazu können wir dann links hier unser Zuschneidewerkzeug nehmen. Das habe ich auf selbstdefiniertes Verhältnis gestellt und ein 1 zu eins Verhältnis eingegeben. Das können wir dann hier noch passend positionieren, so dass der Kreis einigermaßen in der Mitte von diesem Projekt sitzt. Ja, so passt das, würde ich sagen. Mit Enter bestätigen und damit wäre dann das hier unser fertiger Pixel-Stretch-Effekt. Ich hoffe, dass alle Schritte verständlich erklärt waren und wenn du jetzt noch mehr über Affinity Photo lernen möchtest, dann schau sehr gerne in die Videobeschreibung, denn dort findest du den Link zu meinem ausführlichen Komplettkurs. Ansonsten war es das und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder in einem meiner nächsten Videos. <laughs>